weil das anscheinend der beste Standpunkt ist. Ich habe jetzt per Facebook das mitbekommen, dass halt hier bestimmte seltene Pokémon sind. Und da will ich natürlich dran teilhaben. Ich bin damit groß geworden. Und das Spiel jetzt nochmal draußen damit rumlehnen, das im Handy zu haben sozusagen, eigentlich immer griffbereit, das finde ich toll. Ich finde, das ist ein Spiel, was wirklich mal kein Aggressionspotenzial hat und was man eben halt gut, ja, kann jeder spielen, von 4 bis 100. Es ist irgendwie ein bisschen Nostalgie dabei, ne? Und es macht einfach süchtig, es hat einen Suchtfaktor. Man möchte halt alle Pokémon fangen und deshalb geht man raus. Man kann die ganze Stadt erkunden. Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, was alles in meinem Stadtteil zu finden ist, bis ich Pokémon Go wirklich gespielt habe. Und dann diese Freude, wenn man wirklich ein Pokémon fängt und dann diese Teamzusammengehörigkeit mit Team Blau und so, finde ich einfach schön. Also halt ein Kumpel von mir ist auf die Alster gefahren, hat extra, weil es dieses Wasser-Pokémon bei der Fontäne geben soll, mit sich ein Tretboot ausgeliehen und ist dahin gefahren. Ein anderer von mir ist fast in den U-Bahn-Schacht runtergefallen. Also ich habe da auch schon echt Leute gesehen, wie die ausgerastet ist und einer sein Handy in den See reingeschmissen hat.